Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Heute ist der 27. 10. 2020. Ich kann die Augen kaum offen halten, weil ich gestern schon wieder nicht geschlafen habe. Ich war bis um 2:30 wach. Hab dann die Kreuzschmerzen nicht mehr ausgehalten. Hab mich von meiner Mutter raussetzen lassen in den Rollstuhl und ins Büro stellen lassen. Hab mir dort den Computer aufgedreht. Hab dort vielleicht eine halbe Stunde geschlafen. Im Rollstuhl. Und dann war ich wieder wach. Um 5 Uhr habe ich gefrühstückt und danach habe ich mich noch etwas ins Bett gelegt, aber da auch nicht unbedingt viel geschlafen. Schon wieder über 24 Stunden wach. Ich habe schon langsam keine Geduld mehr. Da bekommt man ja mit Kindern noch mehr Schlaf. Ich weiß nicht, warum ich nicht schlafen kann. Und ich weiß nicht, was ich tun kann, damit ich schlafen kann. Also war Corinna da. Ich habe nicht viel mit ihr gesprochen. Und ich hoffe, sie ist mir jetzt nicht böse. Aber ich war so müde. Und bin sie immer noch. Es ist 19:22 Uhr. Ich werde jetzt gleich abdrehen, wenn ich das Video hochgeladen habe. Ich habe gerade mit Kerstin telefoniert und nochmal die Sachlage geschildert. Sie hat mich gebeten, morgen nochmal bei Rasberger anzurufen und ihm die Sache zu schildern. Und wenn dem morgen nichts Gescheites einfällt, dann drehe ich durch, weil ich jeden zweiten Tag nicht schlafen können, ist der Horror. Ich fühle mich so gefoltert und keiner kann was dafür, weil ich bin ja die, die nicht schlafen kann. Und ich ziehe dann auch meine Mutter mit rein, weil die sich um mich kümmern muss, wenn ich nicht schlafe. Das tut mir so leid. Und die ist natürlich jetzt auch schon übermüdet, weil ich alle paar Stunden was brauche. Und fällt halt gar nicht richtig was zu sagen ein. Es ist einfach nur hart. Ich kann nichts in meiner Situation ändern. Ich kann nicht schlafen. Jeden zweiten Tag ein paar Stunden. Und dann wieder gar nicht. Ich habe aber auch keine Ängste oder unterdrücke irgendwelchen Stress oder meine Lebensumstände haben sich nicht geändert. Ich habe keinen Grund dafür. Und das macht mich so hilflos. Habe schon mit allen Tricks probiert. Schlaftabletten, warme Milch, Kokon, Massage, Akupunktur und so weiter und so weiter. Aber es hilft nichts.
Mittlerweile kann ich meine Augen fast nicht mehr aufhalten. Beide. Das ist komplett zu. Und das ist fast zu. Weil ich so müde bin. Morgen kommt wieder die Volkshilfe. Ich möchte morgen Haare färben. Also muss ich noch früher aufstehen. Keine Ahnung, wie ich den morgigen Tag überstehe, wenn ich heute wieder nicht schlafe. Aber ich werde mein Bestes geben. Sonst war das Gespräch mit Kerstin. Es ist nett, wenn jemand einem zuhört und Tipps gibt. Auch wenn er jetzt nicht direkt helfen kann. Einfach Beistand ist nett. Und das mit Corinna tut mir leid, aber ich kann es momentan nicht ändern. Ich mache es auch nicht absichtlich. Und morgen kommt Sonja. Und ich hoffe, dass ich morgen ausgeschlafen bin. Und ja. Ich habe alle meine Weihnachtseinkäufe erledigt. Und muss nur noch was für meine Mutter besorgen. Mal schauen. Mehr fällt mir leider heute auch nicht ein. Ich bin so müde. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ciao. Eure Ines.